Und so beginne ich mit dem schönsten philosophischen Werk, das ich kenne, mit Platons Apologie des Sokrates. Dort berichtet Sokrates, wie erstaunt er war, als er hörte, dass das delphische Orakel auf die Frage, ob jemand weiser sei als Sokrates, mit Nein geantwortet habe. Was will der Gott damit wohl sagen, fragte sich Sokrates. Denn er wusste, dass er nicht weise war, weder sehr weise, noch auch nur ein klein wenig weise. Da er durch Nachdenken nicht herausbringen konnte, was denn der Gott mit seinem Orakelspruch meinte, so beschloss er, den Versuch zu machen, das Orakel zu widerlegen. Er ging also zu einem, der weise galt, zu einem Staatsmann, um von ihm zu lernen. Das Ergebnis beschrieb Sokrates folgendermaßen: Weiser als dieser Mann bin ich schon, denn weder er noch ich weiß etwas Rechtes. Aber er glaubt, dass er etwas weiß. Ich weiß zwar auch nichts, aber ich bilde mir nicht ein, etwas zu wissen. Nachdem er mit den Politikern gesprochen hatte, ging Sokrates zu den Dichtern. Das Ergebnis war das gleiche. Und dann ging er zu den Handwerkern. Diese wussten nun in der Tat Dinge, von denen er nichts verstand. Aber sie bildeten sich ein, auch alles andere zu wissen, sogar das Wichtigste. Und dieser Dünkel wog ihr echtes Wissen mehr als reichlich auf. So kam Sokrates schließlich zur folgenden Deutung der Absicht des delphischen Orakels. Der Gott wollte offenbar gar nichts speziell über Sokrates sagen. Er hatte sich dieses Namens nur bedient, um zu sagen: Unter den Menschen ist derjenige der Weiseste, der, wie Sokrates, erkennt, dass er in Wahrheit keine Weisheit besitzt. Sokrates Einsicht in unser Nichtwissen. Ich weiß, dass ich fast nichts weiß und kaum das, scheint mir von der allergrößten Bedeutung zu sein. Diese Einsicht wurde nie deutlicher formuliert als in Platons Apologie des Sokrates. Man hat diese sokratische Einsicht oft nicht ernst genommen. Man hat sie für Ironie gehalten. Und Platon selbst gab die sokratische Lehre von unserem Nichtwissen auf und damit auch die charakteristisch sokratische Haltung, die Forderung nach intellektueller Bescheidenheit. Das wird besonders deutlich, wenn wir die sokratische Lehre vom Staatsmann mit der platonischen Lehre vom Staatsmann vergleichen. Sowohl Sokrates wie auch Platon stellen die Forderung auf, dass der Staatsmann weise sein soll. Aber das bedeutet bei diesen beiden etwas Grundverschiedenes. Bei Sokrates bedeutet es, dass der Staatsmann sich seiner eklatanten Unwissenheit voll bewusst sein soll. Sokrates wirbt also für intellektuelle Bescheidenheit. Erkenne dich selbst bedeutet für ihn, sei dir bewusst, wie wenig du weißt. Im Gegensatz dazu interpretiert Platon die Forderung, dass der Staatsmann weise sein soll, als eine Forderung nach der Herrschaft der Weisen. Nur der wohlunterrichtete Dialektiker, der gelehrte Philosoph, ist fähig zu herrschen. Das ist der Sinn der berühmten platonischen Forderung, dass die Könige Philosophen sein sollen und die Philosophen Könige. Diese Forderung hat bei den Philosophen recht viel Anklang gefunden. Jedenfalls mehr Anklang als bei den Königen.
Ein größerer Gegensatz zwischen zwei Interpretationen der Forderung, dass der Staatsmann weise sein soll, lässt sich kaum denken. Es ist der Gegensatz zwischen intellektueller Bescheidenheit und intellektueller Anmaßung. Und es ist auch der Gegensatz zwischen dem Fallibilismus, der Anerkennung der Fehlbarkeit alles menschlichen Wissens und dem Scientismus oder Scientizismus, der These, dass dem Wissen und dem Wissenden, der Wissenschaft und den Wissenschaftlern Autorität zuzuschreiben ist. Man sieht hier klar, dass ein Gegensatz in der Beurteilung des menschlichen Wissens, also ein erkenntnistheoretischer Gegensatz, zur gegensätzlichen politischen Zielsetzung führen kann.